Hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute, wie ihr mit dem MinimOSD Extra Config Tool die Fehlermeldung Fail to talk to bootloader beheben könnt. Die Fehlermeldung bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, wie dass das MinimOSD Extra Config Tool nicht auf den Chip von eurem MinimOSD zugreifen kann. Das ist erstmal schlecht. Den Fehler kann man auf mehrere Weisen beheben. Ich zeige es euch jetzt einfach auf die einfachste, wo ihr nicht viel installieren müsst und wie es einfach am einfachsten geht, meiner Meinung nach. Also, dazu benötigt ihr ein paar Sachen. Ihr benötigt einen FTDI-Programmer. Ich habe den genutzt von Turnigy. Der ist echt gut. Gibt es in den Niederlanden von Hobbyking. Kostet, ich meine, knapp 5 Euro. Versand kostet auch nochmal 1 Euro, wenn ihr es verschicken wollt. Oder ihr könnt es natürlich auch abholen, wenn ihr da in der Gegend wohnt. Glaube ich zwar nicht, aber schauen wir mal. Dann benötigt ihr einen ISP-Programmer. Den kriegt ihr auf eBay etwa ab 8 Euro. Wichtig ist, dass der AVR-kompatibel ist. Dann benötigt ihr das MinimOSD Extra Config Tool, was ihr ja wahrscheinlich schon habt. Dann Admil Studio. Das ist dazu da, das ist im Grunde genommen eine ganze Programmierumgebung, die auch die Funktion bietet, Hex-Dateien, also Programmieren, Sprache, auf einen Microcontroller drauf zu flashen. Das benötigen wir hier. Und ihr benötigt eine grobe technische Grundkenntnis. Hier seht ihr jetzt meine MinimOSD. Ihr seht, ich habe links vom Atmega 6 Pfostenstecker aufgelötet, damit ich die Stecker vom ISP-Interface draufstecken kann oder von eurem ISP-Programmer. Hier seht ihr jetzt meinen FTDI-Programmer. Das ist der von Turnigy. Die Pin-Belegung, wie ihr das Ganze zusammensteckt, findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Hier auf dem nächsten Bild seht ihr jetzt, ihr steckt also jetzt das Kabel von eurem ISP-Programmer steckt ihr jetzt auf euer MinimOSD-Board drauf. Bevor ihr das macht, bitte achtet darauf, dass der Treiber von eurem ISP-Interface oder von eurem ISP-Programmer schon installiert ist auf eurem Rechner. Ich kann das jetzt nicht hier von jedem ISP-Programmer euch zeigen, weil es einfach so viele gibt. Achtet bitte, ich sag's auch nochmal, achtet bitte darauf, dass er AVR-kompatibel ist. Ist wirklich ganz wichtig, ansonsten funktioniert es wirklich nicht. Ihr müsst darauf aufpassen, wenn ihr den Stecker und das Kabel an euer MinimOSD anschließt, dass die Nase Richtung Board zeigt. Ansonsten baut ihr einen Kurzschluss. Was ihr auch machen müsst, ist, ihr müsst den Treiber von eurem FTDI-Programmer müsst ihr vorher installiert haben. Das passiert bei dem Turnigy automatisch. Was ihr also jetzt macht, ist, ihr verbindet euer USB-Kabel mit dem PC. Steckt an den euren FTDI-Programmer dran. Den FTDI-Programmer steckt ihr an euer MinimOSD, so wie es hier im Bild gezeigt ist, und verbindet euren ISP-Programmer, der auch schon im PC drin steckt, mit dem Kabel an das MinimOSD-Board. Wenn dann irgendeine Lampe leuchtet, habt ihr alles richtig gemacht, weil dann bekommt das MinimOSD-Board Strom. So, jetzt öffnet ihr die Startpage von Admil Studio. Wenn ihr Admil Studio schon installiert habt, ist gut. Wenn nicht, macht's jetzt. Ihr geht also jetzt, wenn ihr jetzt hier auf der Startpage seid, auf Tools und dann auf Device Programming. Dann öffnet sich hier dieses Fenster von Device Programming. Als Tool wählt ihr euren Programmer aus. Ich habe jetzt das AVR Dragon Board, aber wie gesagt, man kann auch jeden anderen AVR-kompatiblen, jedes Flash-Tool kann man da nehmen oder jeden Programmer, der AVR-kompatibel ist. Als Device wählt ihr den Atmega 328P aus. Ist wichtig, dass es der ist und kein anderer. Als Interface wählt ihr ISP. Dann klickt ihr auf Apply. Jetzt klickt ihr an der Seite auf Memories und jetzt öffnet sich hier dieses Fenster. Ihr klickt jetzt an der Seite auf die drei Punkte und es öffnet sich ein Fenster und ihr wählt eure Hex-Datei aus. Die Hex-Datei ist in der Beschreibung mit drin. Wie ihr die erzeugt, wie ihr die bekommt, steht alles in der Beschreibung. Lest es euch in Ruhe durch, sodass ihr es auch verstehen könnt. Ihr nehmt also jetzt eure Hex-Datei, die ihr so genannt habt, wie ich sie jetzt hier genannt habe, und spielt sie jetzt hier in das Programm ein, also öffnet sie mit diesen drei Punkten und wählt sie aus.
Ihr setzt bitte auch diese beiden Pfeile, die ich hier gesetzt habe, in diesen beiden Auswählkästchen, Erase Device Before Programming und Verify Flash After Programming. Wichtig, dass ihr die Haken setzt. Dann klickt ihr auf Program. Wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt und es kommt keine Fehlermeldung, dann wird jetzt euer Chip geflasht und der Bootloader ist jetzt auf eurem MinimOSD drauf, der richtige. Wenn ihr jetzt könnt ihr, also wenn jetzt das Programm sagt, Complete, Installation Complete, dann könnt ihr AVR Studio wieder schließen oder Atmel Studio, könnt ihr alles wieder schließen und öffnet jetzt euer MinimOSD Extra Config Tool. Ihr tut jetzt den ISP-Programmer aus eurem PC rausstecken und auch den Stecker von eurem ISP-Interface auch rausmachen. Also ihr verbindet jetzt quasi euer MinimOSD-Board wieder mit eurem PC. Wenn ihr das macht und könnt ihr jetzt in euer MinimOSD Extra Config Tool reingehen und alles und jetzt könnt ihr eine neue Software draufladen, zusammenklicken, das funktioniert jetzt alles. Ich wünsch euch echt viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn es noch Unklarheiten gibt, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mich in Skype an, steht alles in der Beschreibung drin oder schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn ihr es verstanden habt und es hat euch gefallen, gebt mir doch bitte ein Abo. Bis dann, euer TheBurner99.